Besondere an der Zusammenarbeit mit dem Markus ist, dass er genauso tickt, wie ich ticke und dass wir die gleichen Ziele haben, die gleichen Visionen haben und dass wir vor allen Dingen auch gleich verrückt sind, um genau solche Aktionen durchzuführen, wie wir sie heute hier im Cineplex mit unserem zweiten Videodreh durchführen. Das finde ich auch so geil am Stefan. Stefan ist halt so ein Typ, da ist was Gutes im Raum, da wird nicht lang gelabert, überlegt, sondern es geht einfach direkt los. Es wird einfach bam umgesetzt, es wird schnell gearbeitet, gut vorbereitet und schnell umgesetzt und schnell publiziert. Und das finde ich so geil am Stefan. Das ist einfach ein Machertyp. Das wirkt sich für uns als Berufsschule dementsprechend aus, dass wir selbstverständlich auf uns aufmerksam machen wollen. Für uns als Schule, ja, dass wir ein Bildungsstandort sind, der unfassbar viel zu bieten hat. Es geht darum, wie wir junge Leute erreichen können. Und wir versuchen das einfach mit einem Weg, der nicht unbedingt von der Stange ist und bei dem wir uns auch ein klein wenig auf die Schippe nehmen. Untereinander reden miteinander und sagen, geht dahin, das ist eine gute Schule, das sind gute Lehrer, da wird dir viel angeboten und du kannst viel aus dem machen. Die Herausforderung bei so Projekten hier ist natürlich auch immer, du hast jetzt wahnsinnig viele Schüler hier auf einem Fleck und die müssen über Stunden konzentriert sein. Ja? Und wir haben nur diesen einen Drehtag und dieses eine kleine Zeitfenster heute und da alle Shots reinzupacken, das ist an sich irgendwie schon relativ schwierig. Und dass die Schüler, für die sind ja dann 3 Stunden drehen, ist für ein Filmemacher kurz, ja, aber für die Schüler ist es natürlich unheimlich lang, die müssen sich konzentrieren und du machst alles 10-mal hintereinander, so und jetzt nochmal dasselbe und jetzt nochmal dasselbe und es ist für die natürlich auch anstrengend, aber die haben ja schon gut mitgemacht. Die wissen ja auch, um was es in der Kampagne insgesamt geht, Berufsschule, wir haben es drauf und ich glaube, das ist denen auch ein Anliegen, die finden das auch geil, die finden das auch wichtig. Dass der Markus in seiner ganzen Art und in seinem ganzen Darstellen sehr professionell ist, und trotzdem ganz viel Humor mit reinbringt, dass einem das überhaupt nicht unangenehm ist, was man dann vielleicht zum Beispiel drehen soll oder wo er einen aufnimmt. Das war mir persönlich ganz wichtig und das fand ich, also der macht das unglaublich humorvoll und sehr professionell. Er hat unfassbar gute Ideen, wie man etwas umsetzen kann. Also er ist offen für alles. Für jeden Quatsch, für jeden Blödsinn, sei es wie jetzt eine Kartoffelkanone. Heute habe ich den Silas dabei von der Agentur Fürstenberger in Stuttgart. Wir arbeiten sowieso mittlerweile bei vielen Projekten relativ eng zusammen. Das Besondere an solchen Projekten für uns als Schule ist, dass wir aufzeigen wollen, dass wir Leute sensibilisieren wollen dafür, welche Möglichkeiten denn berufliche Schulen bieten können. Der Stefan Laux und sein Team, Janina und der Chris und die Michelle, alle helfen mit bei Licht, bei der Popcornmaschine, beim Ton, die Leute, die Schüler anweisen und so. Das ist schon, auch wenn es nur so ein kurzer Spot ist und ein kleineres Projekt im Prinzip, es muss aber trotzdem ordentlich gemacht werden, damit das Ergebnis halt geil ist. Und das kriegst du halt hin, wenn alle Leute so dieselbe Vision verfolgen. Die haben alle Bock auf dieselbe Vision, die sind alle so eingespannt, jeder weiß, was er zu tun hat. Und dann wird das Ergebnis höchstwahrscheinlich gut. Für mich ist Videomarketing sowieso der Großteil und die Zukunft des Content-Marketings, zumindest auf einer Ebene.